herzlich willkommen aus Schweden. Ich bin gerade in Karlshamn mit der Fähre angekommen. Ja, Wetter ist ganz schön kacka, aber was willst du machen? Soll aber heute noch besser werden. Ich hoffe, heute gibt es schon Köttbullar, schön geil unter der Achsel gerollt, die Sau. Das wäre schon geil. Ich habe keine Ahnung, ob es das in Restaurants hier so oft gibt oder was. Sehen wir dann alles. Ich bin jetzt so einen Kilometer vom Hafen weg und ja, Fahrradweg ist bis jetzt in Ordnung. Die ersten schönen Schwedenhäuser habe ich auch schon gesehen. Ich bin gespannt und ihr hoffentlich auch. So, ab geht's mit dem Intro und dann geht's los mit dem Video. Ja, da bin ich schon wieder umgekippt. Doch irgendwie im Fallen habe ich den Knopf gedrückt für Aufnahme. Aber nicht extra, sondern irgendwie nur zufällig. Ich konnte es aber jetzt nicht noch richtig filmen, weil ich lag schon halb auf der Straße. Ich musste da unbedingt weg. Da vor dem weißen Haus ist das passiert. Bin die Straße entlang gefahren. Da geht so eine Mini-Böschung hoch. Da habe ich gesehen, oh, da unten sind Bänke. Hier muss ich hin. Pause machen. Lenkrad rum, zack, wieder gelegen. Aber es ist eine schöne Stelle. Am Meer. Meine Sachen trocknen jetzt da noch ein bisschen. Ach so, wie ihr seht, schönste Wetter. Hä? Das ging zackig. Nach der Aufnahme eben bin ich noch mal richtig schön nass geworden. Aber jetzt ist ja schönstes Wetter, geil. Und die Fahrradwege, sensationell erotisch. Ich sage es euch. Da kriegst du ein Röhrchen bei, du. Selbst die Hügel zu den Häusern, also wenn der Radweg die Einfahrten von den Häusern kreuzt, wie geschnitten Brot. Übergänge von Straße zu Fahrradweg, merkst du nicht. Gullideckel, drüber fahren. Also wenn das so bleibt, dann wird das richtig geil hier. Aber so richtig sexy. Also, und was noch ist, endlich fahren die Autos schön vernünftig. Wird nicht gerast, wird nicht spitz angefahren. Super, wenig Verkehr. Da fehlt eine geile Zeit hier, da bin ich mir sicher. Ich werde jetzt erstmal die Pause genießen, haut rein. Jetzt guckt euch die Scheiße an. Also, wie soll ich da durchkommen? Wisst ihr, was man hier machen kann? Ich hab gesagt, die spinnt, guck mal. Gibt zwar jetzt vielleicht Kratzer da dran, aber solange ich hier durchkomme, bleibt der stehen. Ah. Komm. Soll ich fest bin? Ah, jetzt bleibt er stehen. Schnell durch. Das ist ja geil. Astral. Ja, das lobe ich mir doch mal, wa? Wirklich ein Träumchen zum Fahrradfahren. Was ich nicht so gut finde, ist, dass es aufs Mal so viel luftet und 40 Kilometer mit 5 Volt.
das wird knapp. Meine App geht hier wieder für Autoladesäulen. Also sieht es schwer danach aus, dass ich hier auch nachladen könnte. Zur Not. Für ein Stündchen. Oder zwei. Habt ihr nicht gesehen, ne? Mit dem Gegenwind, das ist echt heftig, ey. Mir brennt schon die Beine, wie sonst was. Also wenn da so ein richtiger Windstoß kommt, ey, das bremst mich runter bis auf Schrittgeschwindigkeit auf Stufe 4. Pff. Ich verstehe aber auch nicht, wieso immer Gegenwind. Immer. Wieso kann jetzt nicht mal der Wind aus Norden kommen? Kommt doch sonst immer aus Norden. Ostsee und Nordsee kamen immer aus Norden, jetzt kommt er aus dem Süden. Ich muss jetzt mal ein Päuschen machen. Geht nicht anders. Ich sehe das schwarz, also mit dem Akku. Ja, ich gehe ja nachher ins Restaurant, dann fahre ich da ein bisschen für nachzuladen. Dann soll das wohl aufgehen. Und morgen ist auch Gegenwind den ganzen Tag und dann wieder 75 Kilometer. Nimmt einfach einen Akku. Nicht ganz. Aber fast. So viel vielleicht noch. Ich war jetzt im Restaurant, leider kein Campbulla. Muss mal morgen, wenn ich auf dem Campingplatz schlafe, dann frage ich mal, in was für ein Restaurant ich da muss in der Nähe, dass ich das endlich mal kriege. Ich habe hier jetzt was eingegeben. Oh, da ist ein Tor, logisch, oder? Da will ich rein. Ja. Sieht ganz nett aus. Gucken, was das da vorne ist. So, ist jetzt spannend. Und? Oh, das ist ja hier sogar betoniert. Würde ich sagen, wir kloppen uns genau hier in der Sonne. Die Sonne geht noch ein bisschen mehr nach da. Perfekt. Boah, ich bin aber auch kaputt. Also so, ja, auf der Fähre, da scheiße ich schon nicht so gut. Und jetzt noch, wie viele Stunden war ich unterwegs? Noch 11 Stunden gefahren. So lange? Ja gut, 8:30. Ja doch, das sind fast 11 Stunden. Was habe ich denn? Eine Stunde gerade im Restaurant gegessen. Dann habe ich eine Stunde unter dem Fahrradständer rumgelungert, weil es geregnet hat. Und vielleicht noch eine Stunde da auf der Bank noch gesessen, also 3 Stunden Pause. Ja, trotzdem ganz schön viel. Immer noch 8 Stunden gefahren. Ist ja egal. Geil. Mitten im Nix. Aber hier ist auch, glaube ich, sonst nichts mehr, oder? Ist denn hier noch was hinter der Kuh? Keine Ahnung, was das hier soll. Passt mir tipptopp.
So, da stehe ich. Schön, ne? Gut, wäre schöner, wenn das jetzt hier Wiese wäre, aber willst du machen. Ich bin so kaputt, ich habe auch keine Lust mehr. Quatsch, hier ist nochmal rum. Heute ist übrigens noch was Witziges passiert. Und zwar, ich hatte einen Platten und markiere das dann immer. Ich markiere den Mantel und den Schlauch genau an der Stelle, wo er war. Damit ich ungefähr einschätzen kann, falls irgendwas ist, falls ich was finde, wo es dann beim anderen auch ist. Da habe ich den Schlauch rausgenommen, nichts gesehen erstmal. Dann den Mantel rausgenommen, schön gefühlt und geguckt, auch nichts gesehen. Da habe ich den Schlauch dann so richtig schön aufgepumpt und dann habe ich gemerkt, oh, hier ist ein ganz kleines Loch. Ja, dann dadurch, dass ich das markiert hatte, also am Anfang, dann brauchte ich, sagen wir, ich habe beide Sachen um 12 Uhr markiert und ungefähr um 9 Uhr war dann das Loch in dem Schlauch und dann habe ich an dem Mantel geguckt, was 9 Uhr ist. Dann habe ich von außen einen ganz, ganz, ganz kleinen Punkt gesehen, so einen weißen. Ja. Ob das nicht vielleicht was ist? Messer rumgepult, tatsächlich ein kleiner Dorn. So, ich eine scheiß Freude gehabt, den Reifen wieder zusammen gemacht, aufgepumpt, wollte eine gerade dran schrauben und dann, du Vollidiot, hast auf den Schlauch gar keinen Flicken gemacht. Vor allem diese scheiß Mäntel, die gehen so für den Arsch ab von diesen Felgen. Ja, dann wieder alles runter, Flicken drauf, wieder aufgepumpt. Boah, ist jetzt schon 3 Stunden her. Druck ist noch drauf, so behalten. Ja, mach mir jetzt immer noch ein schönes warmes Bier auf, was ich seit 2-3 Tagen mit mir rumfahre. Dann mache ich noch ein bisschen Musik an. Dann genieße ich das dann noch ein bisschen. Oder war es das wirklich? Boah, ich bin aber auch kaputt heute, ey. Das ist krank. Ja, die Fähre, das schlaucht. Ja, sonst passiert hier heute im Wohnwagen gar nichts mehr. Ich klappe dann noch einen Laptop auf und gucke noch eine Serie zum Einschlafen oder war es das? Gute Nacht. Ciao. Das kommt aber runter heute. Wie ein Baby habe ich geschlafen. Hä? Sofort eingepennt, 10 Uhr wach geworden eben. Da hatte ich auf jeden Fall ein bisschen Schlaf nachzuholen. Oh nein, das ist ein Blitz, das auch noch. Naja, gut, sitze ich hier im Wohnwagen, kann das regnen, wie es will. Da ist mir das ziemlich egal. Der Himmel ist blau. Jetzt haben wir 1 Uhr. Es hat doch bis 12 Uhr geregnet. Ich habe das Fahrrad schon hochgebockt. Jetzt nehme ich gleich noch die Kiste hoch. Dann geht es 50 Kilometer auf den nächsten Campingplatz. Und da werde ich dann erstmal so vielleicht 2 Nächte bleiben. Ich bereite mich jetzt noch vor für die Abfahrt und dann sehen wir uns gleich. Und direkt am Anfang geht so ein Steinberg hoch. Ich kann nicht mehr. Zum Glück brauche ich heute nicht gerade Akkuschon fahren. Auf der Kamera sieht man das ja sowieso immer nie, aber das sind bestimmt 10%. Was eine Maloche. Oh, wie lang ist denn das Ding? Ah, ich freue mich richtig auf den Campingplatz. Das ist irgendwie so in der Natur ist natürlich auch schön, aber wenn du schon im fremden Land bist und lernst dann noch Leute kennen von hier, das ist auch schön. Ich möchte schon noch ein bisschen mich mit Schweden unterhalten. Ich muss ja immer den Berg machen. Bis gleich. Nicht so schön aus. Ich schätze, ich werde noch mal nass gleich.
ja, jetzt heute ziehe ich es einfach durch, scheißegal. Sind ja nur 50 Kilometer. Da fliegt mir fast meine Kappe weg. Aber wunderschön, hä? Gerade die Alleen mit den Eichen und Ahorn und was war noch? Kastanie. Man nicht immer nur dieselben Bäume in der Allee, das sah auch richtig schön aus. Ein Träumchen ist das hier oben. Sowas mag ich auch total gerne, wenn überall so ein bisschen Steine rumliegen, große. Da mal ein großer, da hinten dann so eine aufgeschichtete Mauer. Da geht einem das Herz auf. Ich habe übrigens noch 53 Volt Akku. Also kann ich nur 8 verbrauchen. Und den einen habe ich gestern eine Stunde im Restaurant geladen. Das heißt, der sollte auch eigentlich wieder 20% haben. Und es sind immer noch 39 Kilometer. Ist halt, wenn es hügelig ist, dann kommst du nicht so schnell vorwärts. Ne? Und es nimmt halt ein bisschen mehr Akku. Aber ist ja mehr wie genug. Schaffen wir. Abnormal, wie das richtige Böe, wie ein das heute wieder ausbremst. Das Ding da hinten dran ist halt so windschnittig wie so ein Scheunentor, ne? Ja, wir beißen uns halt durch. Boah, das ist ein Kampf gegen den Wind heute, abnormal, ehrlich. Ich fahre schon manchmal 2 Stufen höher wie sonst, sonst fahre ich ja Stufe 5 und dann so 18 km/h. Jetzt teilweise Stufe 7, ey, bläst sich runter bis auf 12. Aber ich habe es bald geschafft, es sind noch 4,4 Kilometer. Boah, dann reicht es aber auch für heute. Was so 50 Kilometer ausmachen, wenn so richtig Gegenwind hast, so richtig schön fies. Heute kriege ich wieder kein Köttbullar, weil da ist irgendwie gar nichts in dem ganzen Gebiet. Ja, jetzt habe ich mir Eier gekauft, so ein Speck und ein Ciabatta-Brot. Gibt es halt heute Eier mit Speck und Brot. Schmeckt ja auch gut. Wenn ich dann in ein paar Tagen weiterfahre, dann will ich das aber essen. Weil so weit bis zur nächsten Fähre ist es dann nicht mehr. Also da, wenn ich weiterfahre, habe ich nur noch, glaube ich, einen Tag die Chance, dass ich das essen kann. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Das war's.